So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Zunächst mal kurz wieder die Anmerkung, dass diese Videos, die Analysen, keine Anlageempfehlung darstellen und ja, JFD Brokers haftet natürlich da nicht für Schäden. Und apropos Schäden, ich meine, diese Woche lief mal wieder alles sehr gut, sehr rund. Zunächst gab es ja ein Long-Szenario. Hier gab es wirklich, man kann das ja alles nachlesen, das ist ja nichts, was ich jetzt hier einfach erzähle, aus den Fingern gezogen. Ich versuche alles möglichst zeitnah bzw. sowieso real-time die Kaufkurse beziehungsweise die Limits werden sowieso eigentlich vorher benannt, wo die Kauf, die Stop-Buy-Marken oder auch die Kauflimits liegen. Hier wurde dann eben verkauft. Der Short wurde eben leider nicht. Dann wäre die Woche eben perfekt. Hier oben waren dann die Short, das Short-Szenario mit Kursziel. Ja, eigentlich ein großes Kursziel gab es eigentlich nicht. Hauptsache mal auf den Einstand auf Stop bringen. Der Stop war dann doch relativ hoch gesetzt. Aber wie gesagt, hier wurde man nicht eingestoppt. War aber eben auch im Prinzip fast klar, dass hier es erstmal nicht drüber geht. Anschließend gab es ja dann hier eine Sellmarke bis Richtung 9100. Allerdings wurde dann eben hier erwähnt, dass dort ein prädestiniertes Kurs oder ja, eine Trendwende lag an dem Gap Close. Deswegen wurde hier gekauft. Verkauft wurde dann eben kurz vor der 9300er Marke. Also die letzten 100 Punkte sogar wurden halt nicht mitgenommen. Ich wollte zuerst die Position für höhere Kursziele mitnehmen. Doch da der DAX eben ja, eine Bayer, auch eine Daimler und eine BMW sahen, zu dem Zeitpunkt, als ich hier noch das Vormittagsvideo gedreht habe, nicht so gut aus. Deswegen war ich froh, dass es dann doch noch über 100 Punkte plus waren. Was jetzt hier noch kommen kann, ist natürlich mindestens nochmal ein Hoch über 9,4. Und dann muss man halt sehen. Deswegen, so einfach ist es jetzt nicht. Also eben sollte hier, oder man kann es auch einfach nennen, sollte es tief halten, kann er gut bis nach oben steigen. Also es muss jetzt hier erstmal nicht, kein neues Tief sowieso nicht mehr fallen. Und eigentlich muss der Blick nach oben richten, von der Analyse technischen Form. Und trade-technisch kann man sich natürlich in den unteren Zeiteinheiten schon ab und zu mal short positionieren, aber auch hier sollte eher die Trendrichtung Long sein. Also auch für Freitag erstmal. Wo es nicht ganz so gut lief, eben hier beim Dow Jones, da hätte der Dow Jones eben wieder DAX deutlicher fallen sollen, können, müssen. Allerdings wurde hier spätestens auf das Szenario dann verzichtet. Als ich heute Morgen hier das Video, hier sind wir im 4-Stunden-Chart, war der Dow Jones hier und da würde auf ein neues Hoch hier spekuliert, deswegen auch die DAX-Position gehalten, dass es jetzt ein neues Hoch hier gab. Gut, am Abend war ich jetzt eh nicht am Rechner. Aber nichtsdestotrotz war auch dann hier zum Schluss die Einschätzung richtig. Und man konnte ja im DAX, wo die Hauptposition lag und auch bei einzelnen DAX-Aktien, Gewinne mitnehmen. Da könnten wir ja auch nochmal kurz schauen. Eine Daimler war etwa bei 61 Euro genannt und eine BMW bei 70,70, beziehungsweise eben das Gap lag dann bei 70,20, da ist man gut 1 Euro im Plus. Beim anderen sind wir 80 Cent im Plus etwa. Und die Daimler plus minus, da muss man echt aufpassen. Der ist absolut schwach, der Wert Daimler jetzt. Chartbild sieht zwar gut aus, aber auf jeden Fall Stops beachten, ob jetzt das Tief, das letzte Tief oder das richtige Verlaufstief vor 10 oder 15 Tagen, sollte auf jeden Fall halten bzw. dort den Stopp setzen. Zu den anderen Setups lief es dann heute auch prächtig bzw. richtig gut. Eben hier war dann noch eine Puma vorgestellt bei rund 191 Euro. Ich bin jetzt eben hier nicht sicher, ob das Limit erreicht worden ist.
Jedenfalls 191 wurden erreicht. Und dieses Setup wurde auch die ganze Woche über vorgestellt, dass das aktiviert ist. Zwar hat sich bis heute eigentlich nicht viel getan. Und heute habe ich nochmal eine Analyse dann rausgehauen, dass dieses Kursziel noch aufrechterhalten wird. Allerdings der Stopp hier unten gesenkt wird mit einem gleichzeitigen Stop-Buy-Trigger. Der ist natürlich nicht ausgeführt worden. Hier also dann bei dieser Aufwärtstrendlinie lag Teilverkäufe und der Stopp wurde auf 1, aber das kann man im Stream nachlesen, 1,371 runtergesetzt. Also ist man sollte hier 100 Pips auf jeden Fall im Plus sein, beziehungsweise ja, hier unten über 200, 250 dann, weil das Setup wurde hier etwa vorgestellt über der 1,38 Marke. Ja, sind fast 300 Pips dann im Tief. Wie gesagt, hier muss jeder jetzt schauen. Für mich ist das Setup jetzt aufgegangen. Teilverkäufe sollte jeder ne mitnehmen und eventuell natürlich nicht bis ganz unten ausreizen. Natürlich ist es hier ein prädestiniertes Korrekturziel. Allerdings, wie gesagt, zurzeit können auch die Märkte knapp über den Marken drehen. Also nicht, muss man nicht unbedingt alles voll ausreizen. Und ja, Gold, Silber knapp eben verpasst. Wie gesagt, es gab ein paar Setups, sonst wäre die Woche wirklich absolut perfekt gelaufen. Zwar hier den richtigen Riecher gehabt, dass es nach oben geht, allerdings hier die Kauflimits eben nicht erreicht, genauso wie im Silber leider nicht. Aber vielleicht dazu morgen noch mehr, welches Setup eben auch noch ausgeführt worden ist was war es gestern? Hier lief es in die Kaufzone rein. Kursziele eben von 159, beziehungsweise ich hatte da eigentlich noch ein anderes, das eigentlich nur die 158er Marke ist und dass hier nochmal ein neues Tief kommen kann, beziehungsweise es sieht definitiv danach aus, als wird hier noch ein Tief fehlen. Deswegen hier sollten, wer hier zugegriffen hat, den Stopp in den Gewinn ziehen oder sogar als Teilverkäufe nehmen. Also hier muss ich klar dieses Kursziel eigentlich rausnehmen, sowieso. Und das habe ich eigentlich ja auch schon im letzten Video auf die 58 eigentlich gesetzt und die wurde dann erreicht, beziehungsweise wir stehen hier knapp darunter, die 20 Pips, was sollen's, sind eigentlich dann auch hier 300 Pips wieder gewesen. Also alles zusammen 6, 7, 800 Pips waren diese Woche möglich, beziehungsweise wurden vorgestellt frühzeitig und alles eben, wo ich eher sehr großen Wert lege, dass es nachhandelbar ist und nicht auch definitiv kurzfristig hier, Achtung, ich bin jetzt hier vor einer Stunde reingegangen, nein, sondern alles in den Videos beziehungsweise in Analysen ausführlich erklärt. Deswegen morgen werden höchstens noch Gewinne mitgenommen, beziehungsweise die Setups vorgestellt, dass es eben Stoppanhöhungen gibt. Ich denke nicht, dass ich morgen noch größere Setups finden werde, außer es wird zum Beispiel hier das australische Dollar, US-Dollar Setup ausgelöst. Das war es, jetzt ein Überblick und danke fürs Zuhören und nur noch ein Hinweis. Ich versuche natürlich mein Bestes, aber es ist natürlich nicht garantiert, dass die nächste Woche genauso analytisch fast perfekt laufen wird wie diese Woche, also vorsichtig sein. Danke.